Männer ankämpfen. Schließlich geht es beim Biererbrot um schöne, süße Kindheitserinnerungen. Die kulinarische Bewegung Slow Food hat im Freihof in Sulz zum Backkurs geladen. Man nehme Zitrusfrüchte, gekochte Dorbirnen, Haselnüsse, Feigen, Rosinen und Walnüsse. Aus diesen Zutaten wird das Biererbrot gemacht. Diese Weihnachtsbäckerei, die bereits vor 300 Jahren als Köstlichkeit gebacken wurde, gehört zu den ältesten kulinarischen Bäckereien im Alpenraum. Das Rezept wird in vielen Familien regelrecht vererbt. Ich weiß nur, dass meine Mama das immer so gemacht hat. Und meine Mama ist jetzt über 80 und sie hat das wahrscheinlich auch von ihrer Mama übernommen. So fein das Biererbrot schmeckt, wenn es fertig ist, so aufwendig ist die Zubereitung, denn alle Zutaten müssen fein gehackt und im richtigen Maß zusammengestellt sein. Man hat früher scheinbar das sehr, sehr einfach gemacht. Bierer und Zwetschger hat das, was man daheim gehabt hat. Es ist ja eigentlich ein ganz klassisches Wintergebäck. Man hat angefangen am Andreastag und am Heiliger Obert hat man denn das angeschnitten. Bei so manchem Backkursteilnehmer jedenfalls kamen an diesem Nachmittag Kindheitserinnerungen hoch. Mama hat das gebacken und dann hat man immer einen Monat warten müssen, weil sie hat gesagt, es wird erst gut, wenn es einen Monat alt ist. Aha, die Wartezeit. Ja, hier haben wir auch was putzt, oder? Weil es mit meiner Oma zusammenhängt und die das immer gemacht hat und ja, was Wertvolles ist. Und früher hat man dann auch die Wecker beim Backen lassen, oder? Und jetzt inzwischen sind die Elektroherde so gut, dass man es daheim auch machen kann. Das Rezept erhalten Sie auch bei uns, nämlich beim Kundenservice 055 72 51.000 und natürlich einen Blick auf unsere Homepage vorarlberg.at. Auch dort ist dieses Rezept zu finden. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Jetzt folgt noch das Vorarlberg-Wetter. Unserem Wetterteam war es noch nicht kalt genug. Sie suchten einen Eissee und haben ihn in Rankweil gefunden. Auf Wiedersehen.